sage dir, dass ich werde unsere Geschichte schreiben mit unserem Blut, von unserem Herz. No? Okay, fein. Sie sehen, que hay dos especies de yuca, ¿no? Sí, ya le dije. Ja. Wer will mit ihr helfen? Sie llaman White Caiman. Was die Nummer dazu? Was die? Tortuga. Ah ja, Tortuga. Wo sind die Babys? Ja, ist gut. Ja, da würde ich gerne nur mal die Schildkröte haben. Guck dir mal die Ameisen am Meer. Ich guck mal, wenn ich die Schildkröte habe. Kommen wir von da oben? Guck mal nochmal, ihr habt da eine. Ja, da guten Appetit. Grad, da haben sie gerade Schaschlik. Mach mal da noch ein Foto. Wir haben jetzt gerade. Ja. Das geht noch schneller. Ja. Nacos gibt es in Ecuador leider nicht und die Vicuñas gibt es nur in Chimborazo-Gebiet. Vicuñas und Guanacos sind wilde Tiere, sie kreuzen sie nicht. No, das, weil vor tausend Jahren die Menschen haben domestizieren Lamas. No olvidarlas en el bus. Para llegar a la isla Santa Cruz deberá tomar una barcaza. Este servicio tiene un costo que debe... Von den verschiedenen Inseln, trockene, flache Inseln, man weiß nicht genau, an welche Insel gehört. In den 70er, 60er Jahren, es war erlaubt, die Schildkröte zu haben, als Haustier. Schildkröte bringen in der Wild, in der Natur, die werden wahrscheinlich nicht mehr anpassen, weil sie sind schon gewohnt, viele, viele Jahre mit Menschen. Ja. Das ist auch ein Grund, warum hier. Aber es ist so lange auch dauert, ne, bei den Schildkröten. Ja, ja. Mhm. Ach, der hat lange Beine, guck. Ja, die haben lange Beine, lange Hals. Das geht schon. Und dicke Beinchen. Hopp. Guck mal, wie lang der Hals ist. Na bitte. Das ist ein halber Meter lang. Paarung zusammengebracht, gekuppelt.
Gebraten, ne? Und der wird gebraten.